Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, allen Mitbürgern mit Hämmern das Gesicht zu zerschmettern und zahlreiche andere zu Invaliden zu prügeln, dafür muss man in Deutschland keine Haftstrafe mehr antreten. Lina E. und ihre Hammerbande hat durch den Einsatz von Hämmern bewusst den Tod der von ihr erkannten politischen Gegner in Kauf genommen. Zwischen 2018 und 2020 sollen sie und ihre Bande Angriffe auf angebliche oder tatsächliche Rechtsextremisten geplant und durchgeführt haben. Mindestens 13 Menschen sollen ihre Opfer geworden sein. Sie wurden teils lebensgefährlich mit Stangen, Totschlägern und immer wieder mit Hämmern verletzt. Seit Jahren greifen sie Privatpersonen und Unternehmen an. Zu Hause, auf der Straße, wo immer es geht. Niemand soll sich mehr sicher fühlen. Ihre Anschläge werden präziser und gewalttätiger, vor allem gewalttätiger. Tobias N., tätig als Bauarbeiter in Leipzig, bekam diese Gewalt zu spüren. Als er überfallen wurde, schlug man sein Gesicht mit Hämmern zu Brei. Überlebt hat er nur knapp. Sein entstelltes Gesicht musste mit einer Metallplatte wieder aufgearbeitet werden. Was animiert die Täter zu solcher körperlichen Gewalt und gestörter Blutrünstigkeit? Tobias N. hatte bei Kanalarbeiten in Leipzig-Konnewitz die Mütze der falschen Modemarke getragen. Das ist ein Nazi, der hat das verdient, brüllten die Schläger. Er war nicht der Einzige. Cedric S. ist auf dem Weg zum Fußballtraining. Als er hinterrücks niedergerissen wurde, mit voller Wucht, traten ihm die Täter in den Rücken gegen den Schädel. Ärzte stellten später eine mehrfach gebrochene Wirbelsäule fest. Auch er kam nur knapp mit dem Leben davon. Genauso wie Enrico B., dem die Täter zuerst die Kniescheiben brachen und dann auf seinem Kopf herumtrampelten. Diese neue erschreckende Dimension linker Gewalt und ihrer Organisationsgrades zeigt sich auch am 23.04.2022. In Magdeburg und Erfurt kam es zu koordinierten Überfällen auf Geschäfte der Bekleidungsmarke Thor Steiner durch Linksextremisten. In Erfurt wurde hierbei eine Verkäuferin krankenhausreif geschlagen. Auch in Magdeburg stürmten 4 Personen am selben Tag ein entsprechendes Bekleidungsgeschäft und versprühten eine übel riechende Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure. In Halle scheiterte eine weitere Attacke an der verschlossenen Ladentür. Schaufenster und Fassaden sollen daraufhin mit Teerfarbe verunstaltet worden sein. Es besteht eine erhebliche und zunehmende Gefahr durch gewaltbereite linksextremistische Bündnisse, Vereine und sonstige Organisationen. Wie beschrieben, schrecken diese nicht mehr vor harter Gewalt gegen Menschen zurück. Während in vielen Fällen berechtigt hart gegen Rechtsextremisten vorgegangen wird, ist der Rechtsstaat auf dem linken Auge nahezu blind. Das Schlimme ist, die brutale Gewalt gegen Andersdenkende scheint in der linken Szene breite Unterstützung zu genießen. In ganz Deutschland tauchten nach der damaligen Festnahme von Lina Engel Graffitis oder Plakate mit dem Aufruf »Free Lina« auf. Die gewaltbereite Extremistin kam direkt nach der Urteilsverkündung unter dem Jubel ihrer Unterstützer vorübergehend frei. Wer in Anbetracht der extremen Gewalttaten so ein Gefälligkeitsurteil spricht, ist eine Schande für unseren Rechtsstaat. Die linksextreme Szene in Leipzig kündigt trotz der Aussetzung der Haftstrafe einer Protestkundgebung gegen das Urteil an. Am darauffolgenden Samstag sollte Leipzig brennen. Für jedes Jahr Haft wollten Linksextremisten 1 Million Euro Schaden verursachen. Das ist keine leere Drohung. Sie haben bewiesen, dass das möglich ist. In der Nacht zum Sonntag gab es schwere Ausschreitungen, verletzte Polizisten und einen Angriff auf eine Polizeiwache in Konnewitz. Das Polizeirevier in der Wiedebach-Passage wird mit Steinen schwer beschädigt. Der linke Mob nahm sich diesen Außenposten in den letzten Jahren immer wieder zum Ziel. Erst nach zehn Stunden stellt die Polizei bei den letzten 40 festgesetzten Demonstranten im Leipziger Kessel die Personalien fest. Die 28-jährige Haupttäterin wurde zu einer Haftstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. 3 weitere Tatbeteiligte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Wer unterstützt eigentlich die Linksextremisten? Die Straftäter können sich auf ein Unterstützerumfeld verlassen, das ihnen beim Untertauchen hilft. Nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz steht die Gruppierung an der Schwelle zum Terrorismus. Konkrete Unterstützung des Linksextremismus, gerade Geldflüsse aus der Politik, sind konkret, aber wenig bekannt. Aber es gibt sie. Am 13. März 2020 forderte die grüne Abgeordnete Renate Künast im Bundestag eine verlässliche Finanzierung. Sie sagte wörtlich: Ich bin es ehrlich gesagt leid, dass wir seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass NGOs, Antifa-Gruppen, die sich engagieren, nicht immer um ihr Geld ringen müssen und nur auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge abschließen können.
Ich erinnere an die vom Landtag eingesetzte Enquete-Kommission gegen Linksextremismus, die leider nicht zu Ende geführt werden konnte. Die dort gewonnenen wertvollen Erkenntnisse wurden dementsprechend auch nicht veröffentlicht. Hier wurde eine gute Chance vergeben, offenzulegen, wie Linke und Grüne den gewaltorientierten Linksextremismus unterstützen. An Unterstützung aus dem linken Milieu fehlt es Lina Engel und ihren kriminellen Vereinigungen nicht. Auf dem Parteitag der Linken in Aschersleben am Sonntag, den 4.6.2023, wurde in einem Dringlichkeitsantrag zur Solidarität mit der verurteilten Hammerbande um Lina E. aufgerufen. Hierbei sollte unter anderem festgestellt werden, dass sich die Bundesanwaltschaft unverhältnismäßig verhalten habe. Außerdem solle die Initiative Soli Antifa Ost unterstützt werden, als Solidarisierung mit antifaschistischen Aktionen. Oder hierzu der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rixinger. Lina E. stellt keine Gefahr für die Gesellschaft dar. Schädelknacken für den guten Zweck. Empörend, wer daran Kritik übt. In gleicher Weise verhält sich der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Sinius. Ich zitiere, mit einem völlig übertriebenen und auf fragwürdigen Indizien beruhenden Prozess wird mit aller Härte gegen Lina E. und andere Linke vorgegangen, empört er sich auf Twitter. Was für ein Quatsch, deshalb Free Lina. Das problematische Verhältnis der Linken und auch Grünen zur Gewalt und zum Rechtsstaat wird hier überdeutlich. Wer sich mit zertrümmerten Körperteilen als Form des politischen Ausdrucks solidarisiert, hat einen Dachschaden. Diese Handlungsweise entspricht linken politischen Aktionismus, für den Gewalt legitimes Mittel zum Zweck ist. So wurde bereits auf einem Parteitag der Linken im März 2020 in Kassel darüber diskutiert, dass nach einer Revolution man 1% der Reichen erschießen müsse, beziehungsweise diese zur Zwangsarbeit zu verwenden, wie Parteichef Rixinger ergänzte. Der Antrag der Linken auf dem Parteitag in Aschersleben macht erneut deutlich, dass die Linke den demokratischen Rechtsstaat verachtet. Ihre Parteitage sind von Linksextremisten durchzogen, wobei eine ausweitende und eskalierende Radikalisierung stattfindet. Das ist eine tatsächliche Gefahr für den Bestand des Staates und der Demokratie. Die Partei, die dieses Land 40 Jahre bis zum November 89 unter ihrer Knute hatte und die Menschen entrechtete, kontrollierte, sie ins Gefängnis warf, folterte und an der Zonengrenze erschlagen und verscharrt hat, sitzt lediglich umbenannt von SED, PDS zu Die Linke wieder in unseren Parlamenten. Wir alle wissen, wessen Geisteskind Die Linke noch immer ist. Wir fordern deshalb, dass Die Linke und die gewaltbereite Szene in Sachsen-Anhalt genauestens in den Blick der Sicherheit und Strafverfolgungsbehörden genommen wird, dass die Straftaten der Hammerbande und ihre Unterstützer konsequent verfolgt werden, eine Bestandsaufnahme durchgeführt wird, welche linken und gewaltbereiten Gruppierungen indirekt oder direkt Fördermittel aus Steuergeldern erhalten, ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten aufzulegen, damit sich diese aus dem linksextremen Milieu lösen können. Und schließlich, und das ist am wichtigsten, alle Parteien die Teilhabe am politischen Wettbewerb gleichberechtigt ermöglicht und die entsprechende unterstützt werden. Vielen Dank.